Hallo, schön, dass du hier bist. Heute erzähle ich dir, wie der Winter in die Stadt kam. Es war an einem Donnerstagabend im Dezember. Ich hatte eine Probe mit dem Orchester und einem Chor und weil es regnete, schnappte ich mir meinen Schirm und ging los. Große, schwere Regentropfen fielen vom Himmel. Und ich hatte das Bedürfnis, schnell ins Trockene zu kommen. Nach meiner dreistündigen Abendprobe trat ich vor die Tür des Doms, in der wir uns aufs Konzert vorbereiteten, und traute meinen Augen nicht. Während der 3 Stunden hatte sich der Regen in Schnee verwandelt. Dicke, weiße und weiche Flocken wirbelten mir ins Gesicht und lösten sich sofort in Wasser auf, sobald sie mit meiner Haut in Berührung kamen. Auf dem Platz vor dem Dom lag eine leichte Schneedecke, die von Spuren nach Hause eilender Menschen übersät war. Am nächsten Morgen zog ich die Vorhänge in meiner Wohnung zurück und war überwältigt vom Anblick, der sich mir draußen bot. Es schneite noch immer. Über Nacht war die Stadt in eine Märchenkulisse verwandelt worden. Der Schnee hing in allen Zweigen, saß auf den Dächern der Häuser und bedeckte die Straßen mit einer dicken Schneeschicht, auf der die ersten Schlitten mit Kindern darauf zum Kindergarten gezogen wurden. Zur nächsten Probe im Dom mit dem Chor musste ich früher als sonst losgehen, denn die Straßen waren nicht geräumt. Und ich schlich durch tief verschneite Gassen mit meinem Instrument auf dem Rücken und dicken Wollsocken in den Gummistiefeln Richtung Marktplatz. Am Sonnabend hörte es auf zu schneien. Die grauen Schneewolken verzogen sich vormittags und hinterließen die schönste Märchenlandschaft. Wie aus den 3 Haselnüssen für Aschenbrödel. Helle Pastellfarben bedeckten den Himmel und ich beschloss, vor dem Konzert am Abend noch einen Spaziergang im Wald zu machen. Davon erzähle ich dir bald mehr. Mach's gut und bis bald!